Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch im Director's Cut oder auf Broken Sword. Ich musste schon wieder 2 Minuten ungefähr nachspielen. Ich verstehe nicht, warum. Ich habe doch gespeichert, als ich dieses Manuskript hier bekommen habe. Aber jetzt habe ich es geladen und dann stand ich wieder hier und musste das Ganze nochmal durchmachen. Naja, wir haben auf jeden Fall das Manuskript und wollen uns das in Nikos Wohnung ja mal angucken. Mit dem Manuskript kann ich das Hotel nicht verlassen. Vielleicht ist es das, wonach diese Schläger suchen. Aber ich dachte, der hat doch gesagt, er wollte sich also in Nikos Wohnung angucken. Die alte Handschrift, die Khan von Plantar gestohlen hat. Handschrift? Ja, kann ich so irgendwie lesen oder was? Hä? Dafür wurde Plantar also getötet, aber warum? Hier gibt's ein Telefon, was ich nicht nutzen kann. Ich könnte jetzt wenigstens Nico anrufen. Ja, aber... Warum kann ich das denn nicht lesen, das Manuskript? Die alte Handschrift, die Khan von Plantar gestohlen hat. Wie kann man denn eine Handschrift stehlen? Ich komme damit also nicht hier raus. Gehen wir mal nach oben. Kann man sich das denn hier irgendwie angucken? Die alte... Hä? Ich dachte, hatte er nicht, ich habe das jetzt übersprungen natürlich in der Nachspiel-Dings da. Ich hatte mir kurz das Ende vom letzten Video angeguckt und da hat er doch gesagt, er wollte das in Nikos Wohnung angucken, aber wir gehen jetzt nicht zu Nico. Ich kann das Hotel nicht verlassen, weil diese Verbrechen, ja, weiß ich. Ohne es selbst zu verlassen, kann ich aus dem Fenster werfen vielleicht? Kann ich das denn aus dem Fenster werfen? Nee. Wenn ich da rausgehe, kann ich das dann irgendwie fallen lassen und später wiederholen? Hier vielleicht? Einfach mal hier. Ich weiß, dass man alte Handschriften so nicht behandelt. Aber ich kann doch nicht zulassen, dass sie den Schlägertypen da draußen in die Hände fällt. Ganz genau. Ich höre schon den Wind. Ich wette, das liegt gleich nicht mehr da. So, dann können wir jetzt vielleicht rausgehen. Jetzt müssen wir irgendwie noch um das Hotel rumkommen, damit wir das auch draußen holen können. Einen Augenblick, Monsieur. Was haben Sie für ein Problem? Kein Problem, wenn Sie kooperieren. Was wollen Sie? Nur eine Sicherheitsüberprüfung. Reine Routine. Nichts, was Sie beunruhigen müsste. Oh, na gut. Durchsuch ihn, Flap. Darauf kannst du dich verlassen. Wir haben doch nichts. Wir sind ein ehrbarer Bürger. Finger weg, du Riesenaffe. Nichts, Guido. Nada. Guido. Bitte entschuldigen Sie die Störung, Monsieur. Wie bitte? Ich sollte euch bei der Polizei melden. Aber echt. In dieser Gegend sind wir die Polizei. Soll ich ihm die Arme brechen? Nein. Lass ihn los, Flap. Okay, dann gehen wir mal hin in die Gasse. Und da liegt es. Falls Flap und Guido hinter der Handschrift her sind, werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Ist das echt ein Ausdruck, Handschrift für so ein Pergament? Ich kann es kaum erwarten, in Nikos Wohnung zurückzukehren und einen näheren Blick darauf zu werfen. Der ist mir nicht bekannt, dieser Ausdruck. Aber gut, wieder in Nikos Apartment. Hallo, wie geht es dir? Oh, hallo, komm rein, George. Bin schon drin. Clown? Was tust du, damit der Killer-Clown aufgespürt wird? Nachforschungen, George. Ja? Hast du ein Exemplar des Clown-Jahrbuches? Ich habe ein Telefon und jede Menge Kontakte. Oh, nun, hast du etwas Nützliches herausgefunden? Noch nicht. Ich setze gerade meine erste und wichtigste Waffe ein. Was ist das? Geduld. Davon habe ich schon gehört. Ist das nicht ein Ersatz für klares Denken? Haha. Hast du einen Freund? Nicht mehr. Es gab mal jemanden. Einen Typen in der Abschlussklasse. Aber es hat nicht geklappt. Oh. Genauso wenig wie mein Examen. Oh. Tut mir leid. Mir nicht. Okay. Erzähl mir mehr über deine Familie. Als kleines Mädchen habe ich den Winter immer bei meinen Großeltern verbracht. Das waren die besten Tage. Warm und sicher in ihrem kleinen Häuschen. Mein Großvater drehte Zigaretten und meine Großmutter machte heiße Schokolade und Kuchen. Lecker. Eines Tages hörte er auf zu drehen, schloss den Deckel seiner Tabakdose und nahm mich in die Arme. Ich lachte und zappelte, aber er besänftigte mich, damit ich ruhig war.
Mit seinem unrasierten Kinn an meinem Ohr kratzend erzählte er mir sein Geheimnis. Was hat er gesagt? Er sagte, ich rauche gar nicht, aber sie soll ruhig glauben, dass ich es tue. Was für ein sonderbarer alter Mann. Nenn meinen Großvater nicht sonderbar, er war der netteste Typ überhaupt. Ich wünschte, ich wäre wieder in dem Häuschen, statt in diesem miesen Apartment in dieser lauten Stadt. Okay, habe ich hier eigentlich schon mein Werkzeug gezeigt? Guck mal. Mit diesem Werkzeug bin ich in die Abwasserkanäle gekommen. Haben wir schon gehabt, ne? Faszinierend, George. Ja, haben wir schon gehabt. Ja, okay, komm, wir klicken das an, was uns alle interessiert. Du wirst nicht glauben, was ich gefunden habe. Nicht noch einen Teil von diesem Clown-Kostüm? Nein. Guck mal, eine Handschrift. Eine mittelalterliche Handschrift. Kahn hat sie im Safe des Ubu hinterlassen. Es ist unglaublich. Hat er sie Plantard weggenommen? Könnte sein. Was heißen würde, sie ist so wertvoll, dass man dafür tötet. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Ja, vielleicht konnte sich nicht jeder eins leisten. Und was ist damit? Schon mal was vom Ritterorden der Templer gehört? Ihr offizielles Siegel war das Bild zweier Ritter, die sich ein Pferd teilen. Was auch immer die Schriftrolle bedeutet, es hat mit den Templern zu tun. Woher weißt du von diesen Rittern? Ich habe von ihnen gehört, als ich einen Artikel über die Kreuzzüge schrieb. Dieser Typ Hugues de Bayon erschien eines Tages am Hof des Königs von Jerusalem. Er bot den christlichen Pilgern Schutz vor den verdrängten muslimischen Armeen an. Der König konnte den Christen eine sichere Reise durchs Heilige Land garantieren. Sichere Reise bedeutete mehr Pilger und Pilger bedeuteten Handel und Wohlstand. Die Templer waren für den König als Söldnerarmee unbezahlbar. Von ihnen ist überliefert, dass sie nie nach der zahlenmäßigen Stärke, sondern nur nach dem Standort des Feindes fragten. Im Laufe der Jahre wuchsen Wohlstand und Zahl der Templer. Sie waren so reich, dass sogar Könige sie um Darlehen baten. Aber auf dem Höhepunkt ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er trieb sie zusammen und übergab sie der Inquisition. Tausende Templer wurden gefoltert und bekannten sich der Ketzerei schuldig. Einmal in den Händen der Inquisition gab es kaum etwas, wozu sie sich nicht bekannten. Der letzte Großmeister, Jacques de Molay, wurde lebendig verbrannt. Aber der Schatz... Ja, der Schatz ist also noch versteckt und wartet auf seine Entdeckung? Das war ein abruptes Ende. Wenn es jemals einen Schatz gab, dann ist er seit 600 Jahren verschwunden. Naja, wir sollen gegen einen Serienkiller ermitteln, nicht einen mittelalterlichen Schatz finden. Aber vielleicht sind der Clown und sein Komplize dahinterher. Vielleicht führt die Schriftrolle auf eine Spur. Du lässt sie besser hier in Sicherheit. Schriftrolle. Schauen wir uns die Schriftrolle nochmal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Der einzige Stier aus der Mythologie, den ich kenne, ist der Minotaurus, aber auch nur zur Hälfte. Ich möchte lieber nicht zur Hälfte Stier sein, nicht mal wenn es die untere Hälfte wäre. Was ist das für ein Gegenstand in der Mitte? Sieht aus wie ein Edelstein auf einem Dreibein. Jipp, sag ich doch. Schau mal. Zwei Typen auf ein und demselben Pferd. Das haben wir doch eben schon gesagt. Da arbeitet jemand an einem Webstuhl. Er webt einen Teppich oder einen Wandbehang. Oder eine Steppdecke. Ich schätze mal, dass es ein Hinweis auf einen Ort ist. Ein berühmter Ort für Weberei und Schifffahrt. Wo das Volk in Fässern wohnt? Immer noch besser als in Kartons. Was? Eine Frau sieht in den Spiegel in ihr Spiegelbild. Aber das zeigt drei scheußliche Gesichter. Sie erinnert mich an die böse Königin in Schneewittchen. Sie sagte Spieglein, Spieglein an der Wand, oder nicht? Wegen ihr musste ich als Kind so weinen, dass meine Mutter mich aus dem Kino tragen musste. Mich hat sie überhaupt nicht erschreckt. Wie ich schon sagte, ich war noch ein Kind. Das Krokodil in Peter Pan konnte ich auch nicht leiden. Ein Ritter mit einer Kristallkugel. Auf der Schriftrolle neben dem Ritter steht etwas. Ja, aber es ist in Latein. Per disciplinum mea lux videbis. Durch meine Lehre wirst du das Licht sehen. Du sprichst Latein? Wer hat dir denn das Kunststück beigebracht? Kunststück? Ich habe Jura studiert, okay? Ich kann Latein. Oh, bist du aber empfindlich. Erzähl mir das nochmal. Machen wir uns nichts vor. Wir brauchen Hilfe, George. Von jemandem, der von diesen Dingen etwas versteht. Wen schlägst du vor? Indiana Jones? Ich kenne einen Typen, der sich auf mittelalterliche Studien spezialisiert hat. Sein Name ist Lobineau. Puh, ein spießiges altes Fossil, das nur bei altertümlichen Reliquien geil wird, nehme ich an. Weit gefehlt. André ist nicht der stereotype Professor, an den du jetzt denkst. Wo kann ich diesen Lobineau-Typen finden? Im Museum von Croon. Ich gebe dir die Adresse. Danke. Schauen wir uns die... Ach so.
Haben wir irgendwas übersehen hier? Gibt's nur in den vier Ecken was? In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Okay. Hallo, ich will wieder raus. Kann ich nicht. Dann gucken wir es nochmal an. Da ist ein Typ mit Schwert und einem Stier. Zwischen ihnen... Das hatten wir... Achso, ja. Da arbeitet ihr. Kann ich wieder raus, bitte? Schau mal. Ein Ritter mit auf der Schriftrolle durch... Eine Frau sieht... Aber das zeigt... Aha, danke. Hier? Das habe ich im Zimmer des Killers gefunden. Ach, das hat sie auch noch nicht gesehen, ne? Was ist es? Eine Kreditkarte? Ein Ausweis von Thomas Moala von Grüber Electronic. Nie von ihm gehört. Auch nicht von der Firma. Ja, gut. Streichhölzer? Dieses Streichholzbriefchen habe ich im Hotelzimmer des Killers gefunden. Es ist aus dem Club Alamut. Nie davon gehört. Steht etwas drin? Nein. Was erwartest du denn? In einem Film käme an dieser Stelle eine weitere Spur. Ein Name oder eine Adresse. Das ist nutzlos. Es sind noch nicht einmal Streichhölzer mehr drin. Oh, naja. Ich behalte es als Souvenir. Genau. Ist bestimmt nochmal nützlich. Hey, Miko, gib mir mal die Hand. Keine Chance, Freundchen. Schade. Ja gut, dann... Warum hast du das Foto von mir so... Achso, das hatten wir schon. Ich muss gehen. Ich muss gehen. Vergiss nicht, nach Lobineau im Museum von Croon zu fragen. Ja, da denke ich dran. Sobald ich hier raus bin und mit der nochmal geredet habe. Oh, hi. Oh, hi. Hallo, mein hübscher Freund. Hallo. Können Sie mir etwas über diesen Pass erzählen? Den Grüber Elektronik. Ich kann sehen, dass er Ihnen nicht gehört. Woher wollen Sie das wissen? Bitte beleidigen Sie meine Intelligenz nicht. Wenn Sie ein Elektriker sind, dann esse ich meine Löwenmäulchen. Ohne Senf. Sie sind eine bemerkenswert talentierte Dame. Ja. Können Sie mir etwas über dieses Streichholzbriefchen sagen? Non, nicht direkt. Nur eines. Ja? In Paris gibt es keinen Club à la Mue. Oh, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Ja. Wollen wir nochmal unser Werkzeug zeigen, außer einfach so aus Nostalgiegründen? Was sagen Sie zu diesem Werkzeug? Ist das etwas aus einer Zahnarztpraxis? Nein, damit macht man Kanaldeckel auf. Umwerfend. Wahnsinn, ne? Vielleicht komme ich später nochmal. Ja, wir kommen ganz sicher vorbei. So, was haben wir denn jetzt hier? Da können wir nicht hin. Café de la Chandelle Verte, Musée Grunet, Poste de Police, Rougerie. Was war denn hier? Ach, das Café, natürlich. Will ich hier hin? Gibt's hier noch was? Ist hier irgendwas passiert? Nee. Aber hier kann ich auf jeden Fall nochmal hin. Das heißt ja, da wird nochmal irgendwas sein. Dann gehen wir mal in das Musée Grunet. Ach so. Dann gehen wir rein. Nicht dran vorbei und wieder weg, sondern rein. Da geht's raus. Was haben wir da? Ein an der Wand angebrachter Metallstab führt zum Fenster. Wahnsinn. Vorsicht! Lassen Sie das Fenster zu, Monsieur. Finden Sie nicht, dass es hier etwas stickig ist? Lieber stickig als tot. Was ist denn los? Probleme mit Autoabgasen? Nicht nur das, Monsieur, aber auf der anderen Seite hat eine neue Hamburgerbude aufgemacht, zum lachenden Büffel. Ja und? Die braten ihre Hamburger auf einem Holzkohlegrill und das Fett tropft in die Flammen. Wie viel organische Masse und Rauchpartikel dabei freigesetzt werden, ist einfach unglaublich. Wow! Seit die Bude eröffnet wurde, hat sich die Luftverschmutzung hier verdoppelt. Und es stinkt wie auf einem Scheiterhaufen. Darum halte ich die Fenster verschlossen. Aha, okay, da können wir mit ihm reden. Verzeihung. Hallo. Oui, Monsieur? Sind Sie Lobineau? Oh nein, wie können Sie mich nur mit ihm verwechseln? Nein, ich bin der Hilfshausmeister. Aber Lobineau arbeitet doch hier. Arbeiten? Also so würde ich das nicht unbedingt ausdrücken. Okay. Er studiert hier zwar an den meisten Tagen, aber wie Sie selbst sehen können, heute nicht. Okay. Schriftrolle? Wissen Sie etwas über mittelalterliche Handschriften? Ich doch nicht, Monsieur. Ich bin kein Gelehrter, auch wenn mich die Leute dafür halten. Macht wahrscheinlich die Uniform. Sie sehen die Uniform, Sie sind beeindruckt. Und bitten Sie, Ihre Autos zu parken? Und bitten mich, Ihre Autos zu parken? Nein, nein, nein. Sie nehmen an, dass ich eine Autorität für die mir anvertrauten Ausstellungsgegenstände bin. Okay. Obwohl Sie fast nichts über Geschichte wissen. So ist das auch wieder nicht. Ich sage nur, dass ich kein Gelehrter bin. Nicht wie Monsieur Lobineau. Ja, wo ist der denn? Was ist das denn? Wissen Sie etwas über die Tempelritter? Nein, Sir, nicht das Geringste. Schade.
Hier, ich habe ein tolles Werkzeug. Was sagt Ihnen dieses Werkzeug? Das gehört in ein Museum. Wie bitte? Warum? Das ist ein unbezahlbares geschichtliches Artefakt, wenn ich mich nicht sehr irre. Was? Nein, es ist ein ganz normales altes Werkzeug, mit dem man Kanaldeckel öffnet. Kennen Sie den Mann auf diesem Foto? Nein, Monsieur. Sollte ich ihn kennen? Vermutlich nicht. Nö. Guck mal, ich habe eine Nase. Diese rote Nase. Persönlich? Ich glaube nicht. Okay. Schade. Ein vollgeschnieftes, also ein vollgeschmiertes hier Blastenheimer Nummer 7 oder wie das hieß, eine RA. So ein Taschentuch, kennst du das? Das zeigen wir auch mal einfach allen Leuten. Was halten Sie von diesem Taschentuch? Absolut eklig, Monsieur. Okay, mal die Hand schütteln. Würden Sie mir die Hand geben? Nicht, solange ich im Dienst bin, Monsieur. Manno, warum klappt das denn nie? Guck Haben mal. Sie jemals vom Club à la Mut gehört? Oh nein, in solche Etablissements gehe ich nicht. Das gibt's auch gar nicht in Paris. Guck mal hier, kennst du den? Sagt Ihnen dieser Ausweis etwas? Nein. Du bist ja sehr hilfreich. Tschö. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Die gar keine richtige Hilfe war. Was haben wir denn hier? Ein Zirkel oder Eiffelturm? In der Vitrine steht ein mickriges Dreibein, vom Alter geschwärzt und vom Rost zerfressen. Es ist identisch mit dem in der Handschrift abgebildeten Dreibein. Wollte ich gerade sagen. Ein Schild datiert es auf das 15. Jahrhundert, Ursprung Westirland. Man hat es in Loch Marn gefunden, auf dem Gelände eines Tempelritterklosters. Irland. Was ist? Dieses Dreibein wurde in Irland gefunden. Ich muss Sie bitten, nicht so laut zu sprechen. Ist doch keiner da. Tut mir leid, ich war so aufgeregt. Als ich meine Hand in die Nähe der Vitrine strecke, schrillt es auf einmal los. Ich erstarre. Dann versuche ich, mich zusammenzunehmen und nicht aufzufallen. Non, Monsieur, non et non. Okay, okay. Okay, wir haben neue Notizen. Ich zeige Nico das Manuskript. Ich denke, sie war beeindruckt. Ja, auf jeden Fall. Sie wusste sofort, dass es etwas mit den Tempelrittern zu tun haben musste. So einen mächtigen mittelalterlichen Orden mit zu wenig Pferden für alle oder so ähnlich. Sie besaßen aber verborgene Schätze. Paris Museum von Croon-Croon-Crooney. Das Dreibein, das im Manuskript erwähnt wird, ist im Museum von Croon-Croon-Crooney. Direkt hier in Paris. Die Tafel sagt, dass es in Loch Marn in Irland gefunden wurde. Aha. Was haben wir da? Ein Totempfahl mit Vögeln und Fischen. Der Totempfahl sieht im Museum hier absolut fehl am Platz aus. Ja, so ein bisschen, ne? Warum habe ich das getan? Ein alter ägyptischer Sarkophag, auf dessen Deckel ein wunderschön gemaltes Bild des Besitzers prangt. Lassen Sie die Finger davon. Der Schrank ist mehr als 3000 Jahre alt. Okay, wir müssen den scheinbar irgendwie loswerden. Das ist ein Sarkophag. Das kriegen wir nicht umgeworfen, ne? So kurz davor, aber irgendwie nicht ganz. Kurz davor, aber nicht ganz. Da wird die Musik auf einmal so laut, da gehe ich gleich wieder weg. Ist denn hier bei der Polizei, ist der Typ denn mittlerweile mal da? Kann ich mal mit diesem, da sitzt doch einer. Kann ich mit dem reden jetzt? Wenn wir erstmal mit dem... Entschuldigen Sie, Sergeant. Was wollen Sie diesmal? Ist Rousseau hier? Ja, er ist da. Wollen Sie ihn sprechen? Ja, bitte. Ja, gerne. Einen Moment, Monsieur. Es ist dieser Stobbart, Monsieur. Er besteht darauf, noch einmal mit Ihnen zu reden. Hat er gesagt, was er will? Nein, Monsieur. In Ordnung. Der ist doch eigentlich ganz freundlich, der Rousseau, oder? Also so würde ich ihn jetzt... Der kommt mir relativ sympathisch rüber eigentlich. Hi, Inspektor. Erinnern Sie sich noch an mich? Aber selbstverständlich, Mr. Stobbart. Mein Verstand ist ein sauber aufgeräumtes Lager von Erinnerungen. Okay. Ein geistiges Archivierungssystem, um das mich sogar unsere Bibliothek National beneidet. Keine Tricks, wohlgemerkt, Monsieur. Reine Übung. Genau wie unsere Muskeln durch Inaktivität schwinden, so verkalkt auch der Verstand. Dabei wäre das gar nicht nötig, wenn die Leute nur lernen würden, ihre kleinen grauen Zellen täglich ein wenig zu trainieren. Falls er mich damit beeindrucken wollte, dann hatte das absolut funktioniert. Naja. Er war aufgeblasen und herablassend, aber er hatte Stil. Oh, ich finde ihn... Bien, wenn es um den Bombenanschlag geht, dann kommen Sie zu spät. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Aber
Man hat mir den Fall entzogen. Und was ist mit dem Mord? Dem toten Kerl? Ich habe den Fall nicht mehr in der Hand. Und das ist natürlich doof. Aber in der nächsten Folge haben wir hier vier Fragemöglichkeiten, die wir dem Rosso mal stellen werden. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei Broken Sword oder auch Baphomets Fluch. Macht's gut. Tschüsschen.